So, der Marc von Pilsen Stilwin. Hallo, das ist schön, dass ihr da seid. Und wir haben die Lara hier. Grüß dich, Lara. Und die Lara hat den weiten Weg aus Berlin eigentlich zu uns aufgenommen. Und das finde ich sehr motivierend, deswegen machen wir mal ein Video. Wir stechen in der Conch. Wenn ich jeden Kunden videografieren würde, hätten wir tausende Videos. Deswegen, ich mache wirklich nicht mit dir ein Video, aber mit dir gerne. Ja? Sondern wenn mich das so ein weiter Weg extra auf sich genommen wird, um mich zu sehen, das ist natürlich eine Belohnung. Das belohne ich gerne Video. Ja, also wir haben immer mehr Leute, die uns wegen YouTube besuchen. Heute auch schon Leute aus Berlin, ehrlich gesagt. Die Berliner sich jetzt hier auf Wien eingestürzt. Aber wahrscheinlich ist es eine coole Verbindung auch, oder? Mit dem Psycho Eurowings oder was? Ey, das habt ihr in Berlin, das ist nicht lässig, ja? Das liegt ja quasi für lau, ne? Ja. Also zahlst du das bezahlt? Ja, aber ich denke mal, sind so wahrscheinlich zwischen 20 und 50 Euro, oder? Ja, wahrscheinlich so irgendwie 100 Euro, wenn man nicht so gut zerfallen ist. Also, erstmal ist Wien wirklich eine schöne Stadt, ja? Und zweitens hat Wien gute Piercer, sagen zumindest viele. Und deswegen ist Wien immer mal eine Reise wert. Also, alle, weil viele sagen, ja, ist so weit weg, ja gut, 1000 Kilometer, klar, dann müssen wir das hier. Also, geht ja easy kommen. Sogar schneller geflogen, eigentlich sind wir ja, weil es schneller wird, wenn halt, das ist gerade nicht da die Kiste. Cool, also, leg dich mal drauf, Lara. Ja. So, ein Inner Conch. Leges Ohr, aufrecht, kann man reden. So, wir haben gerade überlegt, ob wir einen 3er oder einen 4mm Stein nehmen. Du willst den kleineren nehmen, ne? Zeige ich das auch mal kurz, also ich habe hier die Lara gefragt, ob sie so einen 3mm will oder einen 4mm. 4mm wäre das hier, das ist etwas größer. Wir haben uns für das kleinere entschieden. Ich mag den 4er ehrlich gesagt ganz gern, aber Kunde ist König und natürlich muss es dir gefallen, das Freund. Das ist beides schön, also es ist jetzt nicht so, dass das eine irgendwie nicht schön ist. So, Lara, wenn du unsere Videos schon kennst, dann weißt du ja auch ein bisschen, wie wir arbeiten. Und hier geht alles ganz fast beim Stechen, das ist nicht wirklich schlimm. Vorher war auch eine Kundin da, die hat gesagt, ja, ich habe mir ein Video dazu angeschaut und habe eigentlich dadurch den Mut gefasst, mich piercen zu lassen, weil ich habe immer Angst gehabt, denn so ein Video, das war so schnell, die hat mich meine Wimper verzogen. Also lasse ich mich auch piercen. Ja, ganz sicher. Von der Pflege her, Rondolin Spray und Gel, kauf dir das bitte noch, das kriegst du bei mir auch. Du startest bitte mit Rondolin Spray, zwei, drei Sprühe bitte vorne, hinten in die Baumuschel rein, 30 Sekunden einwirken lassen, und wenn du das einwirken hast lassen, dann nimmst du dir eine Küchenrolle, die sprühst du mit rein, und die feucht ist bitte schön dann auch putzen, hinterm Ohr auch putzen, wenn du im Friseur da bist oder so, dann der bitte auch gleich putzen, oder halt daheim der Freund oder die Tante, oder wenn man halt daheim hat, also bitte Piercing gut putzen, auch hinterm Ohr. Dann, wenn du es geputzt und gereinigt hast, nimmst du vorne den Gel, Tropfen auf den Finger, weißt du eh, vorne hinten einschmieren, Piercing ganz bewegen und das war's noch, ich komme das Gel nicht mehr rein. Das Gel machst du dir die nächsten drei Wochen zweimal täglich drauf in den Spray und nach drei Wochen machst du es noch einmal. Insgesamt sozusagen sechs Wochen. Das wechseln aus und wieder zu einem Strahl. Ich habe gerade mal den Fall gehabt, ich habe gerade einer anderen Kundin ein Inner Conch Piercing rausnehmen müssen. Ich habe ein Video nicht gemacht, hätte ich machen sollen. Egal. Die hat ein riesen Wildfleisch hinten gehabt. Warum? Die hat von Anfang an einen Ring reingekriegt. War hier auch in den Stechen. Und haben einen kleinen Ring reingemacht. Das ist natürlich komplett falsch. Dann kam ein Wildfleisch, mega dick, wirklich. Und jetzt haben wir es rausnehmen müssen. Also deswegen der Grund, warum wir keine Ringe nehmen, ist, weil es nicht heilen würde, weil es Wildfleisch fördert und weil du nie irgendwie fertig wirst mit dem Ding. Deswegen machen wir einfach einen Stecker. Dass du in Berlin bist in sechs Wochen, machst du dir nach sechs Wochen einen kürzeren Stab rein und nach weiteren sechs Wochen, also drei Monaten von heute, dann einen Ring rein. Ja? Und wir haben eine mega Auswahl. Ich empfehle dir vielleicht, nimm dir den Ding gleich mit. Oft so, dass die Leute sagen, hey, das ist krass, du kriegst in Deutschland in allen Schulen nicht nur halt diese Auswahl. Dann kann ich dir mitgeben, dann weiß ich, dass der auch passt. Dann kannst du dann wieder sagen, den will ich drin haben. Der Marker gesagt, der passt rein, dann passt der auch. Ja? Gut. Aber muss natürlich nicht. Ich will dir nichts verkaufen. Und ich wollte, dass der Ring halt so ein bisschen schräg ist und nicht so gerade. Also ein bisschen hat sie hingefasst. Oh, Entschuldigung. Macht nichts. Aber wenigstens wissen wir jetzt, was du willst. Ja. Willst du sonst noch was? Hamburger, Cola, ja. Neuen Freund. Das ist alles perfekt. Rundum zufrieden. Rundum zufrieden, das habe ich. Da kommt noch immer drin. Also, wenn die muss man machen, dass man eben zu tief stechen.
der Ring wieder vom Ring. Das ist kein Problem, das macht der Ring meistens. Also was ein Problem ist, wenn die Kunden ganz gerade sich in der Conchwand im Ring, das funktioniert eigentlich erst, wenn ich dann im halben Jahr oder im Jahr mit deinem Ring etwas enger ist, wo das ein bisschen unterschiedlich ist. Für den Anfang ist es eigentlich immer wieder schräg. Und ich persönlich finde es auch schöner, wenn es ein bisschen schräg steht, ist es einfach so natürlicher. Ja? Und so diese Maße ist so total eng, knackig und so. Gut, dann, ich muss dir natürlich noch zeigen, ne, wo man es schräg hin. Genau. Mehr nach innen. Also sagen wir so, du hast hier recht viel Ohr. Das können wir schon machen. Aber mehr nach innen würde ich nicht gehen. Ich zieh mal die Kamera um, dass ihr was seht. Und dann, also, schau mal, wenn ich jetzt den Kopf ein bisschen rüber. So, ich kann einen Tick runtergehen. Ja. Das geht. Wenn ich dir mehr in die Ohrmuschel reingehe, warte, jetzt sieht man gar nichts. Siehst du so auch noch was? Wenn ich dir mehr in die Ohrmuschel reingehe, dann haben wir das Problem, dein Ohr ist eben doch von hier nach hier ist recht viel Platz. Ja? Mhm. Für dich sieht es auch im ersten Moment klein aus. Du siehst diesen Teil jetzt nicht. Und diesen Teil muss ich überwinden mit dem Ring. Das heißt, wenn ich zu viel in die Ohrmuschel gehe, wird der Ring halt irgendwann sehr groß und ist dann halt so, man sagt, nicht immer so schön. Ich mache dir mal so eine, also ich kann noch ein bisschen tricksen. Wir können noch ein bisschen was können wir noch aushandeln. Ja. Okay. Nur du weißt, ich möchte dir was garantieren, dass es auch funktioniert und nicht irgendwas strichen. Denken, Heidi ist aus Berlin, die kommt innen. Ne? Das ist, sage ich mal, das Maximum, was ich machen kann. Weil sonst wird der Ring 12 mm groß und das sieht dann echt aus wie von einem Elefant. Das ist nicht mehr schön. Okay, und ein ganz kleines Tick noch runter. Nee? Ja, runter können wir noch. Dann machen wir noch ein Stück runter. Ja. Alle guten Dinge sind drei. Da ist ja so eine kleine Kuhle. Vielleicht da so hin. Du filmst so nebenher mit dem Spiegel unser halbes Studio. Das ist echt ganz cool. Es ist ganz cool. Man sieht so im Spiegel so die Hintergründe vom Studio. Nachdem jetzt. Ja. Ja? Soll ich das noch dazu? Ja? Ja. Alle guten Dinge sind drei? Auf jeden Fall. Das machen wir. Ja. Ich mach dir einen vierten Punkt. Nicht, dass du denkst, für Marc gibt es nur drei Punkte. Nee, doch. Ich liebe anspruchsvolle Kunden. Also Kunden, die sagen, was sie wollen. Das ist kein Problem. Oder? Ja. Ja, bis 19 Uhr haben wir offen. Sie könnten auch, also du kannst Video. Auch noch einen Punkt ein bisschen weiter tiefer setzen. Meinst du wirklich? Also nicht, weil ich jetzt nicht will, aber lass mir nochmal gucken. Denkst du, so ist gut, ja? Mhm. Ja. Okay, dann, ja doch, lassen wir, ja. Also nicht, weil ich zu faul bin für den vierten Punkt oder alle guten Dinge sind drei unbedingt haben will, lass es. Okay. Das ist dann zu viel. Doch, ich glaube auch. Bitte vertrau mir. Ja. Wir sind ja bekannt, dass wir gut beraten und auch ehrlich sind. Also das wäre dann zu tief im Inneren kommst. Okay, ich soll ich noch, die Brille abmachen, oder? Ja, mach die mal runter kurz und dann starten wir gleich los. So, also Pause gehen jetzt, dann stechen wir die. So, mittlerweile haben wir es noch fünfmal angezeichnet. Nein. Nein. Aber wie gesagt, die Leute denken oft, sie müssen beim ersten Punkt sagen, ja, das passt. Ich meine, es gibt viele Piercer, das höre ich auch von anderen Kunden, die sagen halt so nach dem Motto, der Punkt ist es und da muss es sein und so. Aber ich mag das gerne, wenn ein Kunde interagiert und wenn man drüber redet und dass du halt zufrieden bist auch am Ende des Tages. Aber ab und zu muss ich auch... habe ich auch immer gesagt, ja passt, aber dann war ich... Nee, es ist falsch, man muss schon sagen. Aber jetzt sage ich, passt. Also den vierten Punkt doch, noch weiter unten machen wir nicht. Ja. Okay. So, auf ganz rüber drehen. Mhm. Ganz locker bleiben. So hast du im Videos gesehen, das ist vollkommen easy. So. Oder? Ja. Na? Und ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Irgendwie, ich konnte mir eigentlich gar nichts vorstellen, weil die anderen Piercings und Ohrringe habe ich alle schießen lassen. Okay, ich weiß, ist jetzt nicht so gut, aber... Das wollen wir nicht gerne. Aber ja, ich weiß. Es kann ja auch mal funktionieren. Ich ist aber, zum ich Glück gut gelangen. Trotzdem nicht mehr riskieren, auch für alle Zuschauer, bitte, aber auch schießt euch nicht. Alles ewig her. Aber ich habe es auch gehalten. Ich war top. Super warst du.
So. Oh, die geile Dance-Nummer da im Hintergrund, ne? Ja. Steh ich voll drauf gerade. Cool. So, warte einmal kurz, die Kamera ist da oben drin beim. Jawohl, warte. Wow, super schön. Super nice, super cute. Ja. Lass mal die Brille auf. Weiß nicht, du bist ohne Brille bist auch hübsch, du. Ja, ich hab die Brille auch noch nicht so lange. Warum hast du keine Kontaktlinsen? Weiß ich nicht. Ja, siehst du? Ich hab irgendwie immer Angst, die Kontaktlinsen dann rauszumachen. Naja, wenn wir sie reinmachen, müssen wir sie auch rausmachen. Ja. Ne? Das ist jetzt willkommen bei Marx Kontaktlinsen. Also, ganz so schlimm ist nichts. So. Nee, aber es ist oft so. Also für mich ist es oft lustig, wenn man die Leute dann mal ohne Brille sieht, wenn sie mit Brille reinkommen. Weil ich muss auch zu allem einen Senf geben. Ne? Ich muss den Leuten so sagen, ob sie mit Brille für meinen Geschmack besser oder schlechter aussehen. Aber mit Brille auch schön, aber ich finde die Hoffnung. Können wir doch mal Kontaktlinsen kaufen. Beim nächsten Mal. Berlin, sehr. Wien, Berlin, wir werden so eine Achse aufbauen. Ich glaube, wir haben so eine Berliner Kunden bald hier. Das ist eine eigene Fluglinie nur für uns hier. Ja. Max Business. Ja. In 100 Jahren werden wir das nicht schaffen. Ja. So hat kein Geil, wenn wir das noch hinkriegen. Cool, also, Lara, für die Pflege von The Lindsbrand Gel nimmst du bitte noch mit, wie gesagt. Haare färben, sieht mir echt aus. Ne? Passt, es wäre also 6 Wochen verboten, falls du morgen schwarz haben, willst du bitte lassen. Ansonsten, wenn du jetzt aus Berlin bist oder so, bitte schreib mir auch gerne via Facebook oder E-Mail direkt. Mit dem Foto, wenn irgendwas nicht klappt von der Heilung, dass ich mir anschauen kann, lass es dir in 6 Wochen ins Studio wechseln. In Berlin wird es sicherlich auch gute Jungs geben, die das hinkriegen. Achte halt drauf vom Ring, dass der Durchmesser passt. Wenn du hier mitnimmst, weiß ich, dass es eher ist. Ansonsten musst du dann das aussuchen. Also die Wahrheit ist, ich würde bei dir jetzt auf 10 mm gehen. Ja, das ist, sage ich mal, so die Größe, wo ich gut finden würde, wo ich sage, das passt auf jeden Fall. Du kannst dich auch 12 mm reinmachen, aber ich glaube, der ist zu groß, der hängt dann auch wieder runter, das sieht dann immer schön aus. Ein 8er wird dann zu eng. Gut, dann räume ich noch ein bisschen alles weg. Hast du noch Fragen? Soweit. Gut. Alles gut. Jo, dann bin ich hier auch für die Schulter wieder sauber. Dann danke dir erstmal fürs Kommen. Danke, dass du dich ans Filmen erinnert hast. Sie hat gesagt, hey, ich möchte gefilmt werden, finde ich cool. Also jeder, der gefilmt werden will, wird auch gefilmt. Ja? Also ich frage nicht immer, weil ich denke oft auch gar nicht mehr dran, weil so viele Filme machen. Also zum Glück hast du es gesagt. Es ist ein gutes Video geworden. Also danke fürs Kommen, danke fürs Filmen lassen. Euch danke fürs Zuschauen und zurück nach Berlin. Bitte allein. Ciao.